Alter, Dinger das sind wird hier ja eine noch. Riesenkolonne. Ja, wie gestern, ey. Voll cool. Ach, die ist noch klein, die Kolonne. Das ist noch harmlos. Ich würde mich gerne da hinten mit dran setzen, also mal kurz vorsichtig da. Ich habe das gar nicht erst Ah, richtig meiner ist gesehen. viel länger. Macht da hier noch die Baustelle kaputt. Lass sie doch mal zu Ende Das bauen. kommt nicht auf die Wir Länge können da zu drauf an, Ende der bauen, muss die auch Hütte dick steht doch noch. sein. Macht nur ein bisschen Arbeit. Auf die Technik und auf den Intervall kommt es an, meinst du? Vielleicht wird dann irgendwann dort mal noch eine Garage frei, wenn die fertig bauen dürfen. Mensch, Mensch, Echt mal? Mensch. Nee, Ja, ich lohnt krieg sich einfach. gleich Axel wahrscheinlich. Das kriegen die doch auf der tschechischen Insel in 10 User Jahren joined your channel. Mann, Achtung, nervt ziehen mich. Fahrzeug. Vielleicht müssen wir nochmal durchgucken. Kann ja sein, dass sie da eine frei Was? ist. Da wird ein Auto gezogen. Also für 100 Millionen verkaufe ich die euch. Da muss man im Support nachfragen, wer wo hier noch was frei ist. Jo, kannst du eigentlich rumlatschen, ist ja nicht viele. Ich glaube 3, 4 Stück gibt's. Ach Mann, was für eine Scheiße, warum kann ich denn nichts machen? So, der Tanklaster ist da. Wer alles noch tanken muss, bei mir geht das. Oh. Der Tanklaster ist ja Aber geil. der Tanken fährt bitte als letztes. Weißt du, wir sind Okay. eh dieser Max vor den Hemmets, oder? Achtung, ich rufe ab. Okay, dann die Tanken fahren jetzt bitte als letztes. Ja, Palnix, was hat jemand noch einen LKW für ihn? Ja, Leider aber nicht. wenn mir niemand einen Schlüssel geben kann. Hätte noch einen Zamak tanken. Aber mir kann doch niemand einen Schlüssel geben, wir auch Ich hab noch. noch einen Tempest Ja, stimmt Kann schon. mich mal jemand vielleicht Palnix, umhauen, vielleicht dann. geht es dann wieder. Okay. Jemand, der ihn sieht, weil ich sehe ihn nicht, wie gesagt. Warte, ich mach. Schlag ihn mal nieder. Komm mal her. Komm auf. Gucci, War nett, Gucci, dass ihr habt jetzt Gucci. alle, ich hab Erlaubnis bekommen. So, jetzt müssen wir das nochmal versuchen mit den Schlüsseln. Wenn es da nicht geht, dann gebe ich es Ja, auf. guck doch mal dein Geben. Du Schlüssel. hast Hab die ich Schlüssel nö. Hab ich weitergegeben. doch schon. Und Mach ich bei die ganze Schlüssel hast Zeit. du nichts, oder was? Guck mal jetzt bei Nö. Schlüssel. Hast du jetzt einen Schlüssel bekommen? Schlüssel aktualisieren? Nö, gar nichts. Du hast deinen Schlüssel, von deine Schlüssel weitergegeben an Echo. New Unit für das Fahrzeug. Ja, bist Ja. wahrscheinlich echt gestorben. Nice. Ja. Wenn er dich nicht findet, bist du vielleicht echt verreckt irgendwie beim Du Auspacken. bist No Unit. Dann tu mal speichern und log dich aus und dann log dich nochmal ein. Dein Ich hab's Geist? letztens gehabt, da war einer da, den habe ich nicht mehr gesehen. Der war aber da, der hat mitgespielt. Hex. Log ich von außen Geht wieder mal im ein. Hawk, ist er drauf oder was? Da zappelt ja übelst rum. Schönen guten Morgen. Moin. Moin. Der hintere Tanken sollte da mal hinter den anderen tanken, Nein, ne? nach links, dann. Bringt nicht viel, wenn es hinten anfängt. So, Henk, du machst Aufnahme, ne? Ich fahr neben dir. Also in deiner Sichtweite, sagen wir es so. Ja. Meiner Sichtweite? Mit deinem Tanken oder was? Ja. Also ich versuche Rohaufnahme zu machen, aber bei mir im Ja, Haus jetzt manchmal. kann ich nur wieder am Pyrogas spawnen. Das ist Ich jetzt habe auch blöd. Aufnahme Fahren, durchgehend erst zum laufen. Fahren sollte man nicht nur Platz machen halt, ne? Ja. Echt mal, Junge. Leute. Ich habe Aufnahme laufen von mir aus. Was mache Sind die ich jetzt denn alle jetzt? hin? Warte mal, ist noch einer irgendwo in Pyrgos oder so? Nee, ne? Nö. Dann musst du dir ein Auto rausholen und dann musst du nach Atira fahren und von Atira dann da hoch. Da fehlen ja jetzt schon wieder zwei Fahrzeuge. Seid Weil ihr hin? wir brauchen. Aber Wir die sind schon wieder fahren. vorgefahren. Fahrt ihr jetzt schon los? Ja. Ja, Hey, wie soll nix. ich. Wie Du soll ich holst denn dir, dann. du spawnst jetzt in Pyrgos, holst dir in Pyrgos ein Auto raus, fährst mit dem Auto nach Atira. In Atira holst du dir Und dann Platz dein LKW lassen bitte. raus und dann fährst du hier. Ja. Wir haben eh die großen Tempest. Das heißt, wir brauchen eh ein Weilchen und wenn du dann da bist und wir schon fertig sind, dann helfe ich dir voll zu machen. Also macht ihr gerade Sand, richtig? Wir machen einen Nein. Gucker. Gucker-Sand. Ja, ist auch Sand, weißer Sand. Der ist halt für die Nase, der Schnee, andere ist für es die wird bald Buddelform und. Weihnachten. Hallo. Gehen wir mal den Schnee ein bisschen vorverlegen. Ja, ne? Können wir ja dann den Bullen erklären. Was So ist bringt er. denn der Tankenachse eigentlich? Wie viel ist da drin? Wie viel Platz? 880, glaube ich. Jo, ist genauso groß wie der abgedeckte. Der sah halt nur cooler aus, gell? Ja, der ist ein bisschen niedriger, denke ich mal.
Aber der ist halt auch gefährlicher, wie du ja hörst. Das kann recht mehr explodieren, so ein Teil. Ja, also, aber ich muss sagen, mein Zahnmark tanken, da hält ordentlich aus. Ist noch nicht das so ist richtig. Halt, wenn jemand mal diesen hat oder du halt mal gegen den Kofferraum von dem fährst, ja, dann kann das halt sein, dass da schon explodiert. Na, ich hab den also, Tempest abgedeckt, der wurde mir mal schön desinkt. 7,8 Mille weg. War noch nicht mal meiner. Autsch. Jo. Hunter hat gestern Morgen sein Gerät durch den Desing verloren. Das ist was? Es. Schon ja? Wieder. Ja. Und ja, das meldet er doch sowieso, oder? Ja, der hat doch über eine 100 Millionen. Der kriegt ja doch nichts ersetzt. Ja gut, die sind es eigentlich schon, oder? Ja, aber beim Handel machen die das doch bestimmt nicht. Das ist dem auch egal. Der hat keinen Bock auf Support. LOL. Da hat einer von sich Schranken aufgemacht. Das ist der, bei dem es am meisten verbuggt und am meisten explodiert. Das ist der einzige auf diesem gottverdammten Server, der eine vernünftige RP-Geschichte ins Laufen gebracht hat und die immer noch beihält. Ja. Doch der Ähnliche, der eigentlich 24-7 nur am Farm ist. Der Farming-Lehrer. Der hat hier ein Gewerbe aufgemacht. Ja. Ja. Warum da unten noch nicht in der Gewerkschaft ist? Die Gewerkschaft hat bei ihm gelernt. Die sind auf den Server gekommen, haben bei Hunter angefangen und eine Woche später hat die Gewerkschaft gegründet. So, ich glaube, ich habe genug Abstand zu euch, ja. Ich halte mich im Moment eigentlich ganz gut. Ich habe mich ein bisschen verfranst. Du bist nicht der Nein, ich bin da tanken ganz, ganz hinten. Das ist okay. Ganz hinten explodieren. Entschuldigung, aber. Ja. Da gibt's so manchmal so Oberärzte, die desinken und sagen nichts dabei. Du fährst extra noch an den 800 Metern vorbei, weißt du? Lässt noch 800 Meter links Platz und dann desinken sie einfach durch dich durch. Mit 3000 km/h oder so, weißt du? Und dann kommt noch nicht mal, oh sorry, oder sowas. Wird einfach so hingenommen. Weil nix, wurde schon wieder getrennt. Ich glaube, der hat gerade ein paar Probleme, oder? Man muss halt mal aufhören, die Pornos runterzuladen, ne? Aber der sind so im Alter, wo es dann langsam mal losgeht und dann braucht man alles. Dann hört man sich ja bald das ganze Internet runter. Ende des Internets finden. Du sprichst ja aus Erfahrung, ne, Media? Ja, jeder hat mal klein angefangen. Ich glaube, der ist auch aus dem TS rausgegangen, ne? Der ist getrennt, ja. Ja, vielleicht ist er jetzt mad, weil es bei ihm nicht funktioniert. Hm, alles klar. Jetzt in der Mitte sind wir. Oder dann lass ich ein fucking Auto rausholen und nach Atira sein LKW rausholen und dann kommt er hoch. So lange dauert das Auto nicht, das ist nur 10 Minuten Weg oder so ein Scheiß. Oh, hast du es mir angeboten, ne? Hab's ihm ja gesagt. Der hat keinen Tempest abgedeckt, der hat auch nur so, keine Ahnung, Hemd vielleicht. Bis wir die Tempest abgedeckt haben, voll haben, ist der auch schon längst voll, wenn der jetzt danach nachgekommen war. Kannst du das nicht eben recht machen. Hat ja jetzt voll abgewertet geklungen, so ein Hemmelt, ey. So ein Hemmelt. Macht bei Koko auch 1,2 Millionen. Ja. So eine 2,7 ist halt schon eine Zahl, ne? Ja, ja. Aber 1,4 genauso. 900 sind auch schon eine Zahl. Ja, 1 ist auch eine Zahl. Mit 900.000, das reicht doch, oder? Ja, aber 900 und alle anderen Zahlen sind Mehrzahlen. Geht ganz schön starker Wind hier, ey. Wer ist denn der Zamak tanken, der hier steht? Keine Ahnung. Ja, irgendein Nubi. Vielleicht hat er sich versteckt, weil ihr alle angerollt kommt. Also meine Bessie ist es, ne? Ich hab Angst. Du hast really? Angst, Slaw. Der hat auch Angst, wenn nur ein Zivilist auf dem Server ist und wir gerade Koka machen. Ja, Bulle ist drauf, glaube ich, noch, ne? Ja, und was interessiert uns das?
Sind wir jetzt in eine andere Gang reingebackt? Kannst du ja denn aufschreiben. Wieso? Ja, wir sind in der fremden Legion drin. Oh, wir sind jetzt auf sofort auf L. Nice, Alter. Doch so zum Kötzen mit den Gangs. Nice. So fühlt sich das also an, ein Arschloch zu sein. Das ist echt mal eine coole Erfahrung. Ja, aber die gehen auch nicht raus, die checken das nicht, ne? Dann wir sind in der... Achso, wir? Nö. Doch, wir. Doch, wie das auf einmal, vorher waren wir Ja, wir sind verlassen jetzt, ne? Reingebackt. Ne, wir verlassen nicht. Sonst müssen wir neu loggen, das ist schwachsinnig. Oder ist ein FL online? Achso, Niklas ist da. Ja. Ja, dann verlassen wir. Na hä? Aber dann kann keiner mehr einladen, ne? Das kann, halt... kann auch so nicht. Lass doch jetzt einfach so. Aber lass es jetzt einfach. Lass einfach, da Ene soll die eine Tour stören. Jetzt und dann... Ja. Da Ene soll uns ja mal nicht stören. Na dann. Außerdem darf der uns eh nicht überfallen, solange wir in seiner Gang sind. Und er darf auch nicht, was weiß ich, jetzt markieren. Dann, was weiß ich, einen Kilometer vorm Kokainfeld außer Gruppe schmeißen und dann überfallen. Geht auch nicht. Wenn man seine Füße flach halten. Ach, der kann eh nichts machen. Hallo. Also wenn ich jetzt irgendwie an so einem Berg beim Sand gammeln müsste, so wie gestern, dann wäre ich jetzt auch schon wieder eingepennt. Kannst du nirgends performen. Ja, hier geht's wieder. Warte, wie viel Meter sind das? 6 Meter. Boah, ich bin ja schon voll, ey. Dreimal greifen. Gefühlt. Ja, super. Die Stufe 20 oder was? Noch nicht ganz. Da kannst du ja unsere LKWs alle voll machen, sind immer noch schneller als wenn wir es machen. Ich hab sofort mit 2 Tempest abgedeckt. Immer so ein Hammelbird hin und her. Und da noch ein Gerät nebenbei stehen. Ja, genau. Ach, da brauchst du ja dann schon fast 3 Hummingbirds. Dann musst du nebenbei noch als ADAC reingehen, dass du die dann wieder beschlafen haben kannst. Du rufst einfach Taxi Schubi an, der soll mich dann hin und her fahren. Guck mal, wir haben sogar einen Sanitäter im Dienst. Ja, das ist der. Ach, Moritz. Ey, das ist mein Baum. Bist du gleich an dem Baum, ja. Hallo, den hab ich schon markiert. Was? Meine Pipi stinkt mehr. Ja, renn ich zu meinem Auto. Ich hab eh keinen Schlüssel. Eben. Nicht, dass da wieder Streitigkeiten auftreten wie gestern. Aber jetzt mal ehrlich, wem gehört dieser Tanken? Und wo ist der? Dünne. Da hier in der Mitte steht oder was? Ja, der Zamak. Oder Tempest oder was das sein soll. Zamak hat doch keinen ausgepackt, oder? Nö, von uns eigentlich, ne? Ne, der war ja schon hier. Ja, knack doch mal auf das Ding. Hat er sich voll gechisst und ist abgehauen, was? Combat Lock. Ja, bestimmt. Hatte ich schon 2 Leute heute. Also gestern. Nee, der eine, da hatte Internetprobleme, beziehungsweise also die Mutti hat das Internet ausgemacht. Echt? Bei wem? Da hier, der Dexter. Ach so, echt? Ja. Zum Glück sagst du mir das gerade. Ja, weil du den heute ausgenommen hattest. Ich weiß. Und der dir das ja eigentlich im TS sagen sollte, ich weiß nicht, ob er es gemacht hat. Er hat, glaube ich, bei den anderen Leuten was gesagt, ich war ja dabei, sein Boot zu knacken. Ja gut, wenn du mir das jetzt sagst, lade ich das natürlich nicht hoch. Dass es dann halt nur als Combat Lock gilt. Nee, aber den einen Vogel, der hat auf jeden Fall Combat Lock gemacht, wo wir ankamen direkt. Der hat auch keinen Clan-Tag gehabt. Ja, aber gut. Der Dexter da, der Mutti ist ausgeschalten. Ja, wir haben natürlich gedacht, weißt du, wir haben gerade mit Kabelbinder gefesselt, auf einmal so weg. Ja, okay. Das Ganze war, ich hab hier mit Berserker war das, glaube ich, wir waren hier zu zweit und wollten hier farmen gehen bei Koka, ja, dann steht da so ein Typ mit einer Vermin und nimmt Gitterdämmerungsanzug, ja. Wir fahren hier schön unsere LKWs voll und gehen wir zu dem hin. Ey, was geht? Nimm mal deine Hände hoch, das ist ein Überfall. Dann, das war so ein Assi, so ein Arschloch, nur dumme Kommentare und nichts, ne, dann hat... Und was macht er? Er lockt sich einfach aus.
Na? Und ich habe von allem einen Screenshot, aber ich dachte mir dann, ey, nee, im Support jetzt abzugammeln habe ich irgendwie auch keinen Bock. Aber du weißt schon, wie teuer so ein Anzug ist. Ja, eine Mille, aber. Ja, 750.000 plus die Brille und alles, 1,25. Wer holt sich denn so einen Anzug, Alter? Bringt doch nichts. Götterdämmerung, oder was? Ich war doch noch nie oben. Ja, wir waren einmal da, dass hier die durchgeglitschen hoch explodiert. Ach, FL Niklas. Der ist sogar unbewaffnet, lol. Ich glaube, der hat er von Disconnect. Und das ach, erst hat? Ja, der kam gerade mit seinem Hummingbird. Ich weiß nicht, ob er. Ja, er farmt ja zumindest. Der macht dann nur sein Hummingbird voll. Ja, also, das lohnt sich ja gar nicht. Keine Ahnung. Selbst mit Haro mache ich nur 600.000 oder so. Habe ich früher auch gemacht. Oh, Cannabis hast du 140.000 mit Hummingbird. Ja, klar, am Anfang macht man das, aber das sind auch keine Anfänger. Simon hat kein Geld mehr von LKW, seitdem wir sein Gerät abgenommen haben. Simon, kriegst du derzeit übelst auf die Säcke. So oft wieder jetzt immer verreckt. DMR hat heute auch schön auf die Schnauze bekommen, die haben Banküberfall schön unkoordiniert gemacht. Wir haben auch auf die Schnauze bekommen und 1500 Meter vorm Autoschieber sind unsere Fahrzeuge von der Polizei beschlagen worden. Drei ja, Stück. Aber das war eh, hätten die LKWs verkauft, hätten sie sie ersetzen müssen, weil das war nicht regelkonform, was die gemacht haben. Weil im ersten Moment ist mal scheißegal. Na? Nee, das war lustig, wir standen dort ungefähr 2 Kilometer entfernt von der Zentralbank hier von Fort Knox, haben ein bisschen zugeguckt mit dem Rangefinder. Haben dem Bullen noch eine SMS geschrieben, dass wir nur Presse sind. Max, lass dich schlafen eigentlich, nee, ne? Nee, du? SSW oder MK200 oder was? Ja, ich schon. Läuft bei dir. Das ist kein Gewehr, das ist meine Kamera. Immer schön grinsen, immer da schön vorne ins Loch reingrinsen, bitte. Ja, gleich kommt das Vögelchen. Hallo, Niklas. Guten Tag. Ich habe mal eine Frage, warum seid ihr in unserer Gruppe drin? Wir sind da reingebackt eben gerade. Ja, wo du eingeloggt bist, sind wir reingebackt. Ja. Guten Morgen. Ach so, Ivos, okay. Schatzi. Hallo. Sorry, dass ich ein bisschen zu spät bin. Du klingst so ganz schön verspätet. Ein gesoffen wahrscheinlich. Nee, ich bin verpennt. Mensch, dann kocht er erstmal ein Käffchen. Nee, Mann. Schmeißt er die Shisha an. Nee, nicht auf Frühmorgen. Dann komm mir da mit deinem Chat her. Du hast das Landen ja schon am Coca-Feld geübt. Was? Na was? Will man Kokain? Okay. Ich komme ja mit dem Gerät an, geht ja relativ schnell mit dem Vollziehen. Ja, hier sind 2 Tempest-Tanken. Emmet, sorry. Ist das für dich jetzt ein Problem, dass wir bei euch da in der Gruppe sind? Ja, mal sagen, ich denke mal nicht, dass die Polizei euch jetzt anhält. Aber. Wir Bullen sind online. Einer. Und der hat mich schon besucht. Der wird ja dich alleine, aber uns nicht, denke ich. Nee, ich weiß genau, wo ihr seid. Die Bullen, die SOA-Leute nicht. Ja, der hat doch schon wieder eine Drohne hier aus dem Belöfen, 100 Pro. Ach, ist mir doch egal, der soll hierher kommen, ey. Ja. Der soll da einen auf dicke Hose machen, ey. Den fesseln wir und dann verkaufen wir den als Sexsklave. Ah, das was immer übel krass ist bei den Bullen. Bei den Bullen, das ist immer übelst krass. Es ist einer online, ne? So. Ja, und wenn was losgeht, dann sind das auf einmal 5. Jo, das ist immer übel krass, irgendwie. Da schreibt eine Nachricht in die WhatsApp-Gruppe der Polizei und irgendwelche lesen es halt. Und dann sind auf einmal 6 oder 7 Bullen online und du hast keine Chance mehr, das ist so krank. Na, G-Force? Das kennen wir doch irgendwoher. Nur Atze online, Atze kommt, wir machen Stress und auf einmal sind 7 Bullen online.
Im wahren Leben nicht anders. Machst bei einem Bullen Stress und ruft der Verstärkung, dann geht's los. Ja, dann haust du auf die Fresse, dass sie keine Ruhe haben. Bis die Hundertschaften ausrücken, die hauen euch auf die Fresse. Welchen Verarbeiter verarbeiten, ja? Ganz normalen. Wir machen keinen Gang-Hideout, das ist so obvious. Wie gesagt, wenn da uns da riecht, dann sind wir da 8 Bullen und dann. Doch Sinn. So, Mann, halt. Der riecht gestern, uns so oder so. Ja, nicht wahr? Ey, aber ich war gestern um 7 Uhr pennen, Alter. Respekt. Ja. Hast du jetzt 10 Stunden gepennt, oder was? Ja. Von der Püffe. Ne, von 7 bis 7 sind 12 Stunden. Hallo, mehr wie 4 Stunden ist Fallheit. Fallheit. Das krieg ich locker. Ey, sorry, dass ich nicht da, also ein bisschen zu spät bin, sorry. er hat's ja eh nicht nötig, das ist von daher. Ja, ein bisschen hab ich. Ja, ein bisschen, ja. So wie du deine Fahrzeuge bewegst, hast du das nicht nötig. Du kannst dir ja genug kaufen. Oh, Mann, diese Sammelanimation, ich kann sie nicht mehr sehen, ey. Das überall dasselbe. Irgendjemand hat doch gesagt, wenn du die Hände über den Kopf tust, ja, wenn man die Hände über den Kopf tut, dann hat man nur die Hände über den Kopf und sieht es nicht mehr, aber. Vielleicht die hätten sich auch mal was einfallen können, so vielleicht mal einen anderen Griff, ja. Oder in der Sandgrube, wenn du wenigstens eine Spitzhacke rausholen würdest oder auch schon sowas, aber warum bei Sand eine Spitzhacke? Ich verstehe das immer noch nicht. Ja, das ist nur symbolisch gemeint für Abbau. Ja, mit einer Spitzhacke kannst du ganz einfach den Boden auflockern. Und Sand ist sehr stark aber, so, dass es zu Stein ist und es geht mit der Spitzhacke am einfachsten. Es gibt aber auch schon altes Sei doch froh, dass sie dir nicht noch einen Spaten anbieten, damit du die Scheiße noch aufschaufelst. So. Genau, das gibt es auf anderen Servern. Die haben dann einen Bohrer, die haben eine Spitzhacke, die haben eine Schaufel und sie haben eine Schere. Eine Schere, genau. Alter, was wäre das durcheinander? Der Bohrer bei uns. Ich hab die Spitzhacke vergessen. Ist ja, das? Der hat so viele Raupen gehabt, Alter. Die Hashtags. Der hat doch, als Banngrund wird ja immer eine Hashtag 1 oder so, das dann. Ja, der hat eine Hashtag 2 drin gehabt, Hashtag 6 und noch. Die hatte 6 Raupen drin gehabt. Also 6 Gründe, eine ordentliche Leistung. Ja, 6 Gründe. Achso, okay. Ja, wieso kommt der immer wieder auf den Server? Dann wäre das ein Permband normalerweise irgendwann. Der kauft sich einfach einen neuen Steam-Account, ganz einfach. Entweder hat er die Kohle oder er hackt sich da rein. Kommt über einen Namen rein, boom, check, drum. Nee, das ist eine IP-Sperre. Könnt ihr mich bitte in die Gruppe erinnern? Geht nicht. Wir sind in der FL. Wir sind reingepackt, also die Gruppe hat's schon wieder verschissen. Ich hab ja alle in meine Cupcake-Gang eingeladen, aber wir sind dann in die FL-Gruppe gebackt. Ach, Scheiße, okay. Wir waren ja aus Cupcake gesehen. Okay, muss ich mich halt konzentrieren. Aber wir können ja den FL Niklas fragen, ob er zufälligerweise Gruppenführer ist. Nein. Ja, wenigstens haben sie erstmal das scheiß Telefon, den scheiß Telefon-Bug. Ich hab fertig, wer braucht noch Hilfe? Oder? Ja, ich brauch gleich noch Hilfe. Ja, schmeiß doch einfach bei irgendwelchen Leuten, wo du siehst, die noch farmen, die Rucksäcke voll. Wo seid ihr denn aktuell? Koka, ne? Koka. Ja, Koka farmen. Dann sag doch einfach, dass du dich bewegen willst, dann hör ich mal kurz auf zu farmen und geh mal weg. Ja, ich du bist halt voll. Ja, da fährt einer rückwärts, Achtung, da fährt der Zahnmark rückwärts. Ja, warum du bist voll, oder? Ja. Ne, du hast nur eins gegeben. Echt? Oh, ich bin ja faul, hä? Faul. Ja. Ja. Aber nicht. Attacker. Du bist in-game. Ja. Aber jetzt bist du voll. Jo. Ich dachte, war so scheiße von mir, Alter. Hast du was Schlechtes geträumt, dass deine ganzen Fahrzeuge kaputt sind? Hör auf, Alter. Ich hab... Mit der Neophron abgestürzt. Verfolgt mich schon. Ey. Aber der Tank müsste ja auch fast voll sein eigentlich dann gleich, ne? Der ist voll jetzt, ja. Achso, gut, dann kann ich ja. Eine Pflücken von der Tanne, guck's. Ja, sag ich das? Das ist eine Spur, ne? Keine Tanne. Ah, Frau Fox ist wieder online.